Da haben wir den Salat. Ja, richtig gehört. Salat. Wir reden heute über Salat und schauen genauer rein, weil Salat ist ja nicht gleich Salat. Salat kann unterschiedlich zusammengestellt werden. Salat kann unterschiedlich aufgrund von Kundenwünschen, auf Kundinnenwünschen dann zusammengestellt werden, kombiniert werden. Und wenn man ein bisschen reinschaut, hat es verschiedene Bestandteile. Und die Bestandteile sind unterschiedlich zusammengesetzt. Und heute ja, schauen wir in den Salat rein und legen die Brille von der Kreislaufwirtschaft an, vom zirkulären Bauen und schauen, welche Bestandteile denn sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ja, sie runzelt die Stirn wahrscheinlich. Salat, was soll das? Ja, sie haben richtig gehört. Wir schauen in Labelsalat rein. Nicht den Salat, den Sie hier vor uns sehen, auf dem Bild, sondern in Labelsalat. Den Begriff haben Sie sicher auch schon gehört. Labelsalat, vor allem bei Ernährung, wo es ganz viele verschiedene Labels gibt, wo die gleiche Bezeichnung sind und trotzdem unterschiedliche Inhalte. Im Gebäudebereich, wo wir heute da sind, auch da gibt es Labels und auch da gibt es unterschiedliche Inhalte. Und heute schauen wir rein, wie und welche sich besonders mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Mein Name ist Martin Hobb, ich bin von der Energieagentur St. Gallen und leite Sie heute durch das Programm. Das Programm, das sich eben nicht mit dem Salat auf dem Teller beschäftigt, sondern mit Labels. Und für das haben wir den Christian Stünzi da. Er ist Leiter Zertifizierung und Kreislaufwirtschaft. Und er wird uns in der nächsten Dreiviertelstunde einen Einblick geben in die Labellandschaft. Und Sie hier in der lockeren Miese begrüße ich Sie natürlich herzlich daheim vor dem Stream oder unterwegs, wo immer Sie sind. Schön sind Sie da. Und in den nächsten paar Minuten natürlich auch Fragen aufschreiben, Fragen im Kopf behalten, weil am Schluss haben wir noch genug Raum, um den Christian Stünzi zu löchern. Ja, in diesem Sinn freuen wir uns auf den Salat am Mittag und jetzt auf den Christian Stünzi. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, das früheste Referat, das ich in meiner Karriere halten darf. Aber wie heisst es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wenn wir den Wurm anschauen und den Vogel, dann haben wir eigentlich dort den Kreislauf geschlossen. Weil ihr wisst, was mit dem Wurm passiert, wenn durch den Vogel geht. Und nachher ja, läuft es eigentlich weiter. Und wir Menschen haben es irgendwie noch nicht geschafft, in allen Bereichen irgendwie so den Kreislauf anzubringen. Und da würde ich gerne heute ein bisschen erzählen, was die Gebäudelabels Schweiz bietet, was enthalten ist, was vielleicht auch nicht enthalten ist und einfach ja, euch in den nächsten Minuten mal ein bisschen auf die Reise nehmen. Wenn wir über Kreisläufe reden, dann haben wir gewisse Märkte. Es hat da gewisse Beispiele, die zeigen, dass eigentlich in gewissen Branchen schon relativ weit sind. Ich finde, gerade so das Recycling in der Schweiz ist ein Thema, das sehr gut funktioniert. Da geht das Material wieder zurück in den Kreislauf. Ich sage nicht, alle Branchen sind perfekt, aber man sieht, so ein an gewissen Orten ist das Recycling, das Wiederverwenden. Es gibt wirklich so ganze Antiquariate, wo man Sachen weitergibt, die lange im Kreislauf bleiben, die wieder und wieder verkauft werden, vielleicht sogar auch an Wert sich sogar steigern. Oder eine Uhr kann, wenn sie eine gewisse Qualität hat, sogar fast mehr wert werden mit der Zeit. Und da ist die Baubranche sicher noch ein bisschen hinterher. Aber auch in der Baubranche gibt es eigentlich schon sehr lässige Ansätze, auch gerade historisch. Früher hat man einfach weitergebaut, man hat weitergemacht. Es gibt zum Beispiel Kirchen, die seit mehreren hundert Jahren funktionieren, umgenutzt, erweitert worden sind. Es gibt auch Ansätze von Weiterverwendung, von Börsen. Aber trotzdem denke ich, in der Baubranche haben wir noch einiges vor uns. Und das möchte ich gerne heute so ein bisschen zeigen, was die Labels da beisteuern. Vielleicht einleitend, eben, Kreislaufwirtschaft ist überhaupt nichts Neues. Also, das haben wir neu erfunden, überhaupt nicht. Das ist eigentlich etwas sehr Altes. Es ist aber so, dass wir jetzt das Potenzial der Baubranche sicher noch beträchtlich können steigern können. Man muss da aus unserer Sicht unterscheiden zwischen dem Neubau, vor allem jetzt neu gebaut. Dort geht es darum, dass die neuen Gebäude möglichst lang funktionieren. Also, es geht um Nutzungsdauer, es geht um Flexibilität, es geht eben auch darum, dass man jetzt schon denkt, wie können wir die Gebäude auseinandernehmen, weiter nutzen, dass wir da wirklich in dem Sinn jetzt schon daran denken und eben auch die Ressourceneffizienz sehr hoch setzen.
Beim Bestand, denke ich, ist es ein pragmatischer Umgang. Also man muss da wirklich halt abschätzen, was kann man noch weiterverwenden, was will man weiterverwenden. Entweder direkt, also wirklich an Ort und Stelle im Gebäude oder vielleicht an einem anderen Ort. Und dann noch vielleicht einfach heute zum Referat. Wir haben jetzt da den Fokus ein bisschen breit gesetzt, um zu zeigen, was ist eigentlich auch die Basis, was sind andere wichtige Aspekte. Weil im Bauen, es ist am Schluss nicht nur noch das Thema Kreislaufwirtschaft. Jeder, der baut, weiss, es sind ganz viele Themen, die einfließen, die auch wichtig sind. Also es geht um Statik, um Sicherheit, es geht um Effizienz, Treibhausgasemissionen. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die man muss berücksichtigen. Und ich werde heute entsprechend das Referat recht breit abstützen und nicht nur um die vielleicht die Themen, die Sie vielleicht jetzt gerade im Kopf haben, wenn Sie an Kreislaufwirtschaft denken, berücksichtigen. Heute geht es um die Labels. Ich darf da kurz oder will noch kurz die ersten paar Minuten einfach nutzen, um auch da einen Einblick zu geben. Man hat das Stichwort gehört, Salat, oder? Das war wirklich so ein bisschen auch so ein Thema vor etwa 3-4 Jahren, wo man gesagt hat, wir haben sicher genug Labels in der Schweiz. Wir waren auch mit dem BFE zusammen, es war das 2000 Watt Areal noch, wo man gesagt hat, was machen wir mit dem, das ist ein bisschen anders aufgebaut, eine andere Berechnungsmethodik. Und da ist man vor etwa 3 Jahren zusammengesessen und gesagt, wir wollen fokussieren auf klar 3 Marken, wo eine Art die Gebäudelabel von mir nachher bildet. Wir haben den GEAC, da gehe ich heute wenig drauf ein, das ist die Gebäudeenergieausweis der Kantone, wo sich sehr stark mit der Betriebsenergie und der Treibhausgasemissionen im Betrieb auch befasst. Dann haben wir sicherlich bekannt Minergie in der Mitte, wo es um Effizienz geht, um Komfort geht. Der Mensch kommt damit, das sieht man auch anhand vom Bild. Und dann haben wir den SNBS, wo dann wirklich in dem Sinne von den Themen her in die ganze Nachhaltigkeit hineingeht. Genau, man hat gesagt, das sind die 3 Marken, die man darauf fokussiert, die wollen wir stärken. Und natürlich gibt es manchmal auch mehr als ein Gebäude. Und darum ergänzen wir die beiden Marken, die beiden Labels Minergie mit jedem Areal. Also es gibt ein Minergie-Areal und ein SNBS-Areal. Und ich möchte Ihnen, damit Sie eine Basis haben vom heutigen Referat, die vor allem 5 Labels dann sind, kurz vorstellen, damit auch dort Inhalte auch bekannt sind. Minergie PA, nehme ich an den meisten einen Begriff, was da so drin ist. Sicher mal schon mal gehört, es geht um das Thema Komfort, Effizienz und Klimaschutz. Das sind so die 3 Schwerpunkte, die 3 Kernpunkte von dem Label, wo dann eben noch eine Vertiefung haben mit P und A. P, was sich sehr stark um eine gute Hülle kümmert, luftdichte Hülle, eine langlebige Hülle. Auch das wieder eine Basis, denke ich, für ein kreislauffähiges Gebäude, ein langlebiges Gebäude. Und dann Minergie A, wo sehr ein aktives Gebäude ist mit einem Dach, mit einer Fassade, die sehr viel produziert und nachher den Eigenbedarf über das Jahr auch selber deckt. Weiter sicherlich bekannt Komfortaspekt, die automatisierte Lufterneuerung, der sommerliche Wärmeschutz, Themen, die aus unserer Sicht immer wichtiger werden, jetzt gerade auch mit der Klimaveränderung da immer mehr Gewicht überkommen. Dann kann man die Label Minergie PA ergänzen mit dem Zusatz Eco. Da gibt es auch schon unterdessen sehr viele Jahre, wo man kann sagen, ich will nochmal einen Schwerpunkt setzen im Bereich Gesundheit und Ökologie, wo es dann noch weitergeht. Und das ist eben genau jetzt heute dann sicher auch ein Thema um Nutzungsflexibilität, um Schadstoff, Wiederverwendung, das Gebäude halt noch länger können, irgendwo im Kreislauf zu behalten und natürlich auch um den Aspekt Mensch. Ich finde schon so, der Mensch lebt am Schluss so viel in Gebäude rein. Gerade heute Morgen sind wir wieder in einem Gebäude und das Gebäude soll möglichst ausgelegt sein, auch auf den Mensch, der drinnen lebt. Da hat man auch noch mal ein paar Anpassungen jetzt gemacht auf den letzten Sommer. Einfach versucht, noch mal herauszustellen, was ist wirklich wichtig, was bringt den Nutzenden, was bringt allenfalls auch der Kreislaufwirtschaft mehr und hat das Thema auch noch mal geschärft und noch mal gestärkt. Dann haben wir den SNBS Hochbau. SNBS steht für Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz. Ein Standard, der vom NNBS, jetzt kommen ganz viele Abkürzungen, vom Netzwerk Nachhaltiger Bauen getragen wird. Also das ist etwas, das entwickelt wird von einem externen Verein, wo wir als Verein Minergie zertifizieren, die Weiterbildung damit machen. Darum bin ich heute da, der darf oder kann über die ganze Label-Familie auch referieren. Das ist ein Standard, der sehr breit aufgestellt ist über die ganze Nachhaltigkeit. Man sieht hier, Bereich Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt sind abgedeckt mit nach einer einzelnen Kriterien, die eben dann auch
die ganze Palette abdecken. Und auch da hat es einen Haufen Aspekte drin. Es geht zum Beispiel um Nutzungsflexibilität und Variabilität ist drin. Es geht um Sachen, die man auf der Baustelle oder im Bau schon mit einbezieht. Es geht um Treibhausgasemissionen, die dann wirklich auch Einflüsse in das ganze kreislauffähige Bauen. Und dann haben wir ergänzend die beiden Areal-Label, das Minergie-Areal, etwas Neues. Man hat auch gesagt, man möchte eigentlich für Minergie-Gebäude eine Erweiterung bieten, auch mit der Thematik Effizienz, Komfort, Klimaschutz. Und hat eigentlich so ein bisschen 5 Bereiche versucht herauszustellen. Es soll wirklich ein Label sein, das einfach anzuwenden ist, das eine Erweiterung gibt. Basis sind sicherlich Gebäude selber, die nach Minergie, wenn möglich, zertifiziert sind im Neubau, in der Sanierung mit gewissen Flexibilitäten, jetzt sind wir ein bisschen flexibel. Man hat dann gesagt, man muss das ganze Management einbetten. Es geht da auch um betriebliche Aspekte. Man will die ganzen Areale auch können mitverfolgen, mitbegleiten im Betrieb. Dann geht es um die ganze Wärmeerzeugung, es geht um die ganze Treibhausgasemissionen, also Effizienzgedanken, es geht um erneuerbare Energien. Das ist wirklich jetzt noch sehr klassisch Minergie. Und man hat dann gesagt, man ergänzt es eigentlich in dem Sinn mit dem Aspekt Komfort, also vor allem der Sommerfall auf dem Areal. Also es geht um Wassernutzung, es geht um den sommerlichen Wärmeschutz, sage ich mal, im Umfeld. Also was steht auf dem Gebäude, auf diesen Grünflächen? Möglichst viele Grünflächen, möglichst viele Bäume, die eben auch Schatten bieten, die Abkühlung bieten, die am Schluss auch Lebensqualität wieder für den Menschen geben. Oder? Und das Thema Mobilität, die halt im Areal schon immer mehr auch Möglichkeiten bietet, dass man da gerade mit dem Langsamverkehr auch mehr kann machen für den Menschen, dass er vielleicht auch in dem Sinne animiert wird, da auch mal ein Velo oder auch sonst etwas zu nutzen. Vielleicht einfach noch als Bild oder auch die Folie, ich nehme an, die werden nachher auch verschickt. Einfach noch so kurz Überblick. Es wirkt jetzt gerade so ein bisschen erschlagend, das Minergie-Areal. Aber es ist jetzt im Verhältnis vielleicht zu anderen Leben gar nicht so umfassend. Man hat gewisse Pflichtteile, die ich jetzt ein bisschen kurz versucht habe zu erläutern. Ein bisschen aufzeigen, was da eigentlich drinnen ist. Wo man nachher kann mit 3 Wahlvorgaben ergänzen. Also es sollte die Idee sein, auch wirklich das Areal noch mal ein bisschen zu schärfen. Spezialitäten, vielleicht hat jemand etwas ganz Spezielles in der Regenwassernutzung. Oder man kann sogar einen Joker nutzen, wenn man jetzt im Bereich Mobilität ganz eine innovative Lösung hat für das Areal, kann man dort sogar sich noch etwas anrechnen lassen, was jetzt noch nicht mal auf dem Katalog ist. Auch da werde ich nachher noch mal ein bisschen aufzeigen, was da im Bereich Kreislaufwirtschaft drinnen ist. Und dann noch abschliessend das SNBS Areal, ergänzend zum SNBS Hochbau. Ein Label, das sich sehr stark auf die Freiräume eigentlich fokussiert. Also das Gebäude hat da weniger einen Fokus, weniger Anforderungen. Man kann das kombinieren mit dem SNBS Hochbau, aber das SNBS Areal-Label hat eigentlich vor allem in dem Sinn eigentlich Anforderungen auf die Zwischenräume, natürlich auch wieder im sozialen und ökonomischen Bereich. Das heisst, es geht sehr stark um auch die Arealentwicklung, für grössere Areale auch. Man sieht auch, vielleicht so ein bisschen, was die Anforderungen sind. Also man muss mindestens 2 Gebäude haben, damit es ein Areal ist. Man muss 10'000 Quadratmeter EBF haben, also eine gewisse Grösse auch. Und mindestens 2 Nutzungen. Also es geht nicht darum, irgendwie 2-3 kleine MFH zusammen irgendwie zu einem SNBS-Areal zu bringen, sondern es können wirklich ganze Industrieareale sein, die in einer Transformation sind. Da kann das SNBS-Areal sicher einiges dazu beitragen, also im Sinn der Nachhaltigkeit entwickelt wird. Auch da nochmal alle Anforderungen im Überblick, einfach sehr auf einer übergeordneten Ebene. Auch da wieder einzelne Aspekte, das werde ich auch noch jetzt beleuchten nachher. Es geht eben da auch sehr stark um die Nutzung. Es gibt bei den Areal-Label auch eine Rezertifizierung, wo man nachher 4-5 Jahre nach Inbetriebssetzung vom letzten Gebäude nochmal anschaut, wie funktioniert eigentlich das Areal, wie wird das gelebt, und da gibt es eben auch das Thema Kreislaufwirtschaft, das dort dann drin fließt. Genau. Jetzt habe ich kurz erzählt, was wir eigentlich für Labels haben, was wir zu bieten haben. Und jetzt möchte ich ein bisschen aufzeigen, ja, wie das Thema Kreislaufwirtschaft abbildet. Und wie gesagt, für mich gibt es nicht, Kreislaufwirtschaft ist genau das, ist auch eine freie Auswahl von mir, was ich das Gefühl habe, passt da rein, was gehört dazu. Und habe eigentlich so 8 Themen herausgestellt, wo ich das Gefühl habe, das hat irgendwo mit etwas zu tun und haben wir von der Label auch etwas zu bieten. Grundlage ist sicher Langlebigkeit, Effizienz. Also je länger ein Gebäude lebt, funktioniert, desto weniger muss es überhaupt irgendwie wieder umgebildet werden, in den Kreislauf zurückführen werden, weil es funktioniert. Ja, eben, also eine Kirche, 700 Jahre, das ist eigentlich super, das hat man einfach können
also hat man können bauen. Das war ein riesiger Effort, das zu bauen, aber hat nachher sehr, sehr lange eigentlich in dem Sinne eine Zweckerfüllung und man muss gar nicht viel investieren oder abreißen oder etwas neu machen. Dann, woher kommt das Material, das man einsetzt? Was für Material setzt man ein? Natürlich Nutzungsflexibilität, eben um halt allenfalls Räume wieder weiterzunutzen. Das ist vielleicht am Beispiel von der Kirche die Frage, was macht man heute mit der Kirche, wenn jetzt die Nachfrage nicht mehr so gross ist. Es ist sehr, wie soll ich sagen, ein bestimmtes Gebäude. Man kann einfach sagen, ich so eine Kirche halbieren und mache irgendwie zwei Teile daraus. Das ist vielleicht schwierig, dass man da Flexibilität hat. Dann natürlich Wiederverwendung, wenn man denkt, man baut das Gebäude zurück. Was kann man wieder mitnehmen? Was sind die Möglichkeiten? Dann die Weiterverwendung ist nicht ganz gleich. Also kann man einen Teil vielleicht sogar wieder nutzen, ein UG oder gewisse Teile. Dann Schadstofffreiheit, vielleicht speziell, warum Schadstofffreiheit im Kreislauf? Ja, wenn etwas Schadstoff drin hat, Asbest ist ein Beispiel, dann wird man es auf keinen Fall weiterverwenden. Also eigentlich müssen wir schauen, dass wir heute nichts reinbringen, wo wir in ein paar Jahren entsorgen müssen, weil dann ist sowieso der Kreislauf unterbrochen. Und dann, vielleicht fast ein bisschen klassischer noch, Recycling-Baustoff, Recycling-Beton, sicher ein Thema, das schon viele Jahre bekannt ist. Und eben noch, möchte noch ein bisschen auf die Nutzung eingehen, was da das SNBS-Areal vor allem bietet. Die Präsentation ist jetzt so aufgebaut, ich habe eigentlich immer die fünf Labels, die ich vorher vorgestellt habe, und zeige, was ist in den jeweiligen Label enthalten. Also die Folie kommt jetzt ein paar Mal, immer mit einem anderen Thema natürlich. Und einfach so ein bisschen zum Aufzeigen, ja, was ist denn da im Detail in den einzelnen Label enthalten. Manchmal wirkt es vielleicht auch ein bisschen mit den Zahlen ein bisschen kryptisch, dürfen sie auch ein bisschen ignorieren. Aber für die, die damit arbeiten, relativ dann klar, welches Thema, welcher Bereich gemeint ist. Genau, Langlebigkeit, Effizienz ist sicher etwas, das von meiner Gie sehr stark geprägt ist, wo wir wirklich versuchen, das sieht man eigentlich sehr schön, wenig Energie und unterdessen auch sehr wenig Treibhausgasemissionen zu verwenden, sowohl im Betrieb wie jetzt eben auch eigentlich in allen Labeln neu auch in der Stellung. Also möglichst wenig eigentlich schon überhaupt reinbringen, möglichst effizient zum Schluss die Energie, die Treibhausgasemissionen, die wir nicht brauchen, die brauchen wir nicht, die können wir einfach schon von Anfang an wegsparen, müssen wir auch gar nicht irgendwie in Kreislauf behalten, sondern die haben wir einfach nicht. Dann sicherlich Luftdichtheit, Hitzeschutz, auch in dem Sinne ein Gebäude zu machen, das lang kann gebraucht werden. Wenn man jetzt Gebäude baut, die in 20, 30 Jahren nicht mehr im Stand der Technik entsprechen, dann müssen wir es irgendwie wieder umbauen, abreißen, erweitern, da möglichst weit voraus schauen. Ähnlich auch bei Eco-Witterungsbeständigkeit, oder? Also Fassaden, Elemente, die witterungsbeständig sind, die wenig abgeben in die Umwelt, aber die eben auch möglichst langlebig sind. Und dann sehr breit im SNBS-Bereich, für mich, das ist auch noch speziell für am SNBS, habe ich vorher weniger erwähnt, die architektonische Qualität. Also das spielt dort rein, ist sehr ein wichtiges Thema, aber spielt natürlich auch am Schluss auch ins Kreislauf-Thema rein, dass man da heute auch schon versucht, wieder zu schauen, ist es von hoher Qualität, ist es langlebig, ist es flexibel nutzbar, entspricht es dem Bedürfnis der Nutzenden und all das fließt dort rein. Dann zweitens, was ich hervorheben möchte, die Lebenszykluskostenbetrachtung. Also das ist dort ein ökonomischer Teil, wo man halt versucht, wirklich den ganzen Lebenszyklus abzubilden und einfach am Schluss ein Gebäude baut, das möglichst günstig ist, sondern wo wirklich halt über den Lebenszyklus eigentlich optimiert ist, auch wieder langlebig, effizient im Betrieb, vielleicht auch wirklich ökonomisch, dass über das Gebäude möglichst lang kann genutzt werden. Da möchte ich vielleicht so immer noch ein Beispiel so ein bringen. Treibhausgasemissionen der Erstellung als Beispiel verwenden. Ist jetzt aus unserem Minergie-Tool, das wir neu haben für den Minergie-Nachweis, wo man auch mal so ein relativ einfach herausfinden kann, anhand von ein paar Einstellungen, was passiert eigentlich, wenn ich etwas verändere im Gebäude. Und wir haben links angefangen, einen Standardbau, vielleicht sogar einen THGE-intensiven Bau, wo sagen wir mal, vielleicht 18 Kilogramm pro Quadratmeter über das ganze Leben dann braucht. Und wenn man sagt, man fängt jetzt da an optimieren im Baulichen, kann man Spannweiten reduzieren, man kann die Materialisierung optimieren und merkt, man kommt da schon deutlich oben runter, indem man eigentlich einfach das Gebäudekonzept anpasst. Dann kann man den Fensteranteil reduzieren, das ist jetzt im Verhältnis nicht so viel. Oder man kann dann auch sagen, man legt die Gebäudetechnik nicht ein und dann tut die vielleicht irgendwo extern anlegen. Also nicht einlegen in Decken oder in Wände. Dann kann man natürlich bei der Baugruppe das sehen wieder sehr viel machen. Oder? Das ist natürlich manchmal auch durch das Projekt gegeben, aber wenn man da eine einfache Baugruppe hat, kann man da auch wieder einiges einsparen. Und jetzt wechsle ich mal noch die Seite, dann sehen Sie vielleicht mal von der anderen Seite noch. Man kann danach natürlich auch, wenn man dann sagt, man tut Wiederverwendung anwenden, also
Gebäudeteil bestehen lassen, vielleicht ein UG, man baut auf einem bestehenden UG weiter, kann man da natürlich nachher dann gerade nochmal einiges mehr mitnehmen. Das auch als Beispiel, wie man das machen kann. Dann Herkunft, kurze Wege. Das ist etwas, was vor allem so im Eco, aber auch im Minergie-Areal einfließt, SNBS nachher wieder sehr stark ist, dass man natürlich möglichst die Materialien aus der Nähe holt. Also man hat da so Einsatz von lokalen Ressourcen, wo man belohnt wird, wenn man eben Materialien möglichst aus der Umgebung holt. Also sind so alles, was so Grundmaterialien sind, aus 25 Kilometer Umgebung und alles, was so ein bisschen mehr dann technisch weiterentwickelt ist, vielleicht wie ein Fenster, ein Dämmstoff aus möglichst 100 Kilometer Umgebung. Das sind dann alles Wahlvorgaben. Also nicht alles, was Sie da sehen, ist immer ein Pflichtanteil, sondern man kann da auch dann einen Schwerpunkt setzen innerhalb vom Label. Dann Holz ist ein wichtiges Thema. Also generell Holz finde ich auch einen spannenden Werkstoff. Kann man lokal produzieren, kann man auch wieder gut weiterverwenden, wenn man es ein bisschen geschickt macht von der Konstruktion her. Und da gibt es jetzt bei ECO zum Beispiel auch Möglichkeiten, es gibt eine Vorgabe, wo man muss aufzeigen, dass das Holz, das man verwendet, eben auch einen Herkunftsnachweis hat oder eine Zertifizierung hat. Das Gleiche, das sieht man vielleicht auch, das ist noch etwas generell, der SNBS-Hochbau übernimmt sehr viele Vorgaben aus dem Teil ECO. Also er findet Themen dort nicht neu, sondern sagt, eigentlich haben wir da im Bereich von ECO oder auch von Minergie sehr lässige Grundlagen und referenziert eigentlich dann, das sieht man hier an den ECO-Nummern, wieder auf Sachen, die im Bereich ECO drin sind. Holzbau vielleicht mehr einfach zum Zeigen, exemplarisch. Das ist persönlich, finde ich, sehr schöne Gebäude auch. Es gibt ein lässiges Raumklima. Wenn man das einfach machen kann, klar, Holzbau nicht immer möglich. Ich weiss, auch preislich vielleicht nicht immer möglich. Aber aus meiner Sicht ein tolles Material, das man sehr vielfältig einsetzen kann. Dann vielleicht ein Thema, das für mich jetzt wirklich so klar Kreislauf ist, Nutzungsflexibilität. Also da geht es wirklich darum, wie flexibel ist ein Gebäude? Kann ich es weiterverwenden? Kann ich es umnutzen? Da sind vor allem wieder im Bereich Eco-Themen drin. Also habe ich Erweiterungsmöglichkeiten? Ist das Gebäude so ausgelegt, dass ich vielleicht eine Aufstockung kann machen kann? Vielleicht schon vorgesehen, dass man das machen kann? Es geht um flexible Tragwerke, es geht um die Zugänglichkeit der Gebäudetechnik, dass man eben halt auch eine Technik ändern kann, ohne jetzt gerade in die Primärstrukturen eingreifen müssen. Und auch da wieder sehr basierend dann eigentlich auch auf ECO, einfach möglichst die Nutzungsflexibilität und Variabilität zu bieten. Also vielleicht auch bei Grundriss, Wohnungen zu sagen, kann man Schaltzimmer nutzen, kann man Grundriss mit vielleicht nicht tragenden Wänden einfach ummodellieren. Wir haben gerade mit Corona gesehen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren wieder ganz andere Bedürfnisse haben. Das Homeoffice ist wichtiger geworden. Auf einmal brauchen die Leute ein Zimmer mehr, oder? Kann man die Zimmer irgendwo organisieren? Oder muss man gerade aufs Land ziehen und irgendwie mehr haben? Muss man ein 5-6-Zimmer haben? Dass man da halt möglichst Wohnungen, also Wohnungen, es geht natürlich immer um Zweckbauten. Verwaltung ist ein ähnliches Thema, oder? Grossraumbüro war gross vor ein paar Jahren. Unterdessen gibt es viele Firmen, die sagen, wir wollen nicht nur noch Grossraumbüro, wieder vielleicht kleinere Einheiten. Kann man da auch ein Gebäude, einen Raum umnutzen und möglichst lange wieder im System haben? Also man sieht da, es geht darum, die Dauer der Nutzung möglichst zu optimieren, langlebig zu machen. Da habe ich auch wieder zwei, drei Beispiele, wo ich einfach auch finde, man hat immer so das Gefühl, Aufstockung, ah, das sieht nachher irgendwie speziell aus und so. Man kann das extrem lässig lösen. Zwei Beispiele, die ich zeigen will, wo man wirklich Bestandesbauten, finde ich auch wirklich historische Bestandesbauten. Das ist eine Frage so mit Denkmalschutz und klar, wenn es Auflagen gibt, ist es schwierig, aber einfach nur vom Optischen, man kann das architektonisch sehr lässig machen, so dass man es manchmal auf den ersten Blick fast nicht sieht. Und wenn man dann genau anschaut, merkt man, okay, ja, das sind andere Fenster, das ist ein anderer architektonischer Stil. Aber jetzt so, das erste Bild ist nicht, dass ich jetzt die Häuserziele zerstört habe, sondern man kann da wirklich weiterbauen. Auch offene Haustechnik, klar, jetzt da vielleicht rechts ein Beispiel, das fast ein bisschen extrem getrieben ist. Ich sage nicht, dass, wobei, wenn wir aufschauen, ehrlich gesagt, haben wir wahrscheinlich auch selbst da rein. In gewissen Bereichen, so technisch, jetzt vielleicht nicht Gebäudetechnik, aber man kann das auch nutzen als Element. Ob es einem gefällt oder nicht, das ist am Schluss jedem überlassen. Das ist ja das Schöne. Aber da kann man eigentlich sehr lässig auch Technik sogar zu einem Element machen, das am Schluss dann eigentlich auch zum Raum beiträgt.
Und dann vielleicht einfach noch ein generell, das ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, einfach halt so ein bisschen die Überlegung, wir haben eigentlich wie so ein bisschen drei Ebenen. Wir haben eine Primärstruktur, die eigentlich unveränderbar ist, natürlich irgendwo in ihren Grundelementen ein Stück weit, wo vielleicht betoniert ist oder einfach sehr massiv ist, wo aber auch möglichst lang, also 60 Jahre ist einfach, was man so ein bisschen vom Zyklus her rechnerisch alt, natürlich optimalerweise viel länger, oder? Also 100 Jahre oder noch länger, würde ich sagen, die Kirche, die hat man gebaut für mehrere 100 Jahre oder die bleibt bestehen. Dann hat man ein Sekundärsystem, das anpassbar ist. Eben da wären vielleicht Gebäudetechniken drin, wo man möglichst halt ohne Eingriff in die Primärstruktur eigentlich sollte auslegen, dass man eben die kann zurückbauen, technisch anpassen. Es gibt auch sehr viel, was passiert. Primärstrukturen, die Entwicklung in den nächsten paar Jahren, die sind wahrscheinlich überschaubar, aber was technisch alles kommt, wissen wir einfach nicht. Vielleicht sind wir in 20, 30 Jahren wieder an einem anderen Punkt. Und dann natürlich dann die Tertiärstruktur, die dann sehr kurzlebig anpassbar ist, wo man auch durch den Nutzer natürlich sehr einen starken Einfluss hat, der dann auch durch die Labels nur sehr bedingt abgebildet wird. Dann ist die Wiederverwendung, wo wir auch so als starkes Thema haben. Dort auch wieder Eco, also man sieht vielleicht jetzt so die Minergie, ist dort jetzt ein bisschen weniger präsent, oder wir haben wirklich so ein bisschen Minergie die Basis. Und darum haben wir auch dann den Zusatz Eco, man kann sagen, ich will wirklich mehr das Thema reingehen, wo es um die Zirkularität geht, also wirklich versuchen, Sachen entweder kreislauffähig zu machen, wenn man es neu reinbringt, oder halt allenfalls auch im Bestand oder Sachen eben möglichst im Kreislauf zu behalten. Da geht es wirklich eigentlich um konzeptuelle Sachen, wo man vor allem im Bauprozess sehr viel Einfluss hat. Vielleicht noch Klammern auf, einfach so ein bisschen zum zeigen, wenn wir die Zertifizierungen anschauen, von all den Labels sind 90% sind Neubauten. Und 10% sind Erneuerungen. Vielleicht unterdessen, wenn man optimistisch ist, vielleicht 15% sind Erneuerungen. Wir wollen gerne mehr Erneuerungen, aber es ist am Schluss sind die Labels schon häufig einfach angewendet im Neubau. Und da kann man einfach unterdessen sehr Grundstein jetzt legen für die nächsten Generationen eigentlich. Also eben auch, man verzichtet auf Bauschaum, man macht lösbare Befestigungen, genau wieder im Hinblick, dass man es irgendwann in x Jahren wieder auseinandernehmen kann oder eben nicht Sachen drin, die man nachher nicht drin haben. Im Bereich Areal, ich zeige nachher noch ein Bild, natürlich viel mehr Flexibilität auch innerhalb des Areals Sachen zu nutzen. Man muss es gar nicht an einen anderen Ort fügen. Vielleicht kann man in gewissen Etappen Sachen aus Abbruch oder Rückbau wieder verwenden. Wenn man möglich gerade auf dem gleichen Areal, also gar nicht dort grosse Wege irgendwo einführen, wo man nachher muss aufwendiges Material wieder zurückholen. SNBS wieder sehr breit aufgestellt mit der ganzen Wiederverwendung, ein bisschen ähnlich aus Eco, aber auch Baustelle, also man schaut wirklich auch schon Baustelle an, also was hat man dort vor Ort, was kann man mit dem Bestand machen, auch das geht um Konzept. Vieles sind ja Sachen, die man sich einfach vor allem muss bewusst sein, überlegen, die technisch jetzt nicht absolut anspruchsvoll sind, die auch noch mehr ins Bewusstsein müssen drücken von uns Menschen. Genau, das ist dann so die Baustellenaspekt, wo wir vor allem auf dem Areal eben eigentlich auch viele Möglichkeiten haben. Auch da wieder so zwei, drei Bilder, vielleicht einfach so ein bisschen exemplarisch, um zu zeigen, ja, wo stehen wir. Wir haben das Bild vorher gehabt mit den Bauteilen, die wir haben, die man kann. Das ist eher so ein eine Nische momentan. Also, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon irgendwo mal sind auf einem Flomi für Bauteile und gesagt, ich will jetzt ein neues Bad machen, ich gehe mal mein Brünneli und meine WC-Schüssel irgendwo in einem Antiquariat suchen, wahrscheinlich eher weniger. Aber natürlich gibt es auch da, und das müsste vielleicht viel mehr kommen, am Schluss ein Stück vielleicht auch unsere Ansprüche irgendwo vielleicht auch ein bisschen anpassen, dass man halt nicht immer das Neueste und das Perfekte muss haben, sondern vielleicht tut es auch halt auch dort ein Second-Hand Bad oder ein Second Hand Küche, dass die wieder weitergehen kann. Und eben auf dem Areal sieht man da im Hintergrund, dort gibt es die Möglichkeit, theoretisch sogar während der Bauphase in dem Sinn von einem Neubau, allenfalls Elemente aus einem bestehenden Altbau oder wo zurückgebaut wird, gerade weiternehmen. Und so kann man in der Planung eigentlich auch sehr viel schon machen. Das sind für mich sehr schöne Bilder, die jetzt kommen. Es geht da wieder um die Rückbaufähigkeit. Auch das, Rückbaufähigkeit muss anfangen bei der Konstruktion. Also wenn man natürlich etwas aufbaut, wo man verleimt, wo man zusammenpresst, irgendwie möglichst viele Komponenten zusammen, das merkt man beim Plastikrecycling. Je mehr Elemente in einem Plastikelement drin sind, desto weniger kann man es wieder auseinandernehmen. Heute wäre es technisch möglich, mechanisch Verbindungen zu machen. Oder? Das ist ein bisschen aufwendiger vielleicht im Bau, aber technisch möglich. Es gibt da Elemente, die dann nur gesteckt sind zum Beispiel oder verschraubt sind. Ich habe dann noch ein zweites Beispiel mit einem Holzbau, wo man in eine Halle rein. Jetzt hat man die Halle erweitert, man hat da Zwischengeschoss eingebaut, das ist eine Industriehalle, die man jetzt anders nutzt als Bibliothek, wo man eigentlich das ganze Tragwerk innen nur zusammensteckt,
verschraubt. Das kann man in ein paar Jahren auseinandernehmen. Man kann das Holz einfach irgendwie wieder verwenden. Man kann das zuerst an einen anderen Ort mitnehmen, wieder in eine Halle einbauen. Wenn man jetzt das irgendwie zusammengeleimt mit Beton in etwas gemacht hat, wäre es unglaublich aufwendig, da wieder alles auseinanderzubringen und das jemals wieder zu verwenden. Genau, dann ist es noch Weiterverwendung, also es geht jetzt nicht um weiter, sondern eigentlich weiter, also man hat möglichst lang zu brauchen, entweder einzelne Teile oder das ganze Gebäude. Da haben wir jetzt wieder Minergie, die einspielt, wir haben die Treibhausgasemissionen in der Erstellung reingebracht, wo wir Anreize schaffen, auch dort wieder eigentlich versuchen, Bestandesteile mitzunehmen. Also es geht um Erneuerungen, aber auch um Neubauten. Ich zeige dann nachher noch, was die Anforderungen sind bei uns. Wir haben im Areal verschärfte Grenzwerte. Das sieht man, das kommt jetzt da eigentlich überall ein bisschen mehr, auch beim SNBS. Wenn man ein Gebäude vor seiner Gültigkeitsdauer, Lebensdauer von 60 Jahren abreißt, rückbaut, das gibt es manchmal, hat manchmal auch einen bewussten Entscheid, einen Grund, wenn man vielleicht auch wirklich eine andere Nutzung will, dann tut man eigentlich dem Gebäude oder dem neuen Gebäude eine Art Rucksack mitgeben. Also man sagt, du reissest da etwas ab, das eigentlich energetisch, ökologisch noch einen Wert hat. Und das überträgt sich eine Art dann eigentlich auf das Nachfolgeobjekt. Das kann man diskutieren, aber ist jetzt da eingeflossen in die Gebäude. Einfach rechnerisch, man schaut, wie viel EBF wird zurückgebaut, wie alt ist die EBF. Und dann schaut man natürlich auch, wird da mehr gebaut. Dann gibt es in dem Sinne auch nochmal eine Erleichterung, wenn man in dem Sinne auch Verdichtung macht. Das sollte man natürlich auch honorieren. Aber wenn das Gebäude mit sehr kurzer Lebensdauer abgerissen wird, wird da etwas in Grenzwert eingerechnet von den nachfolgenden Gebäuden. Vielleicht noch wichtig zu sagen, das ist einfach, finde ich generell wichtig, weil ich habe gesagt, 90% Neubau, nur 10% Erneuerung. Wir wollen die pushen, also wir versuchen wirklich die Erneuerung in die Labellandschaft noch mehr einzubinden. Ist nicht ganz einfach, können wir auch ein Stück weit nur bedingt beeinflussen. Oder? Wenn etwas abgerissen wird, Ersatzneubau, dann muss man gar nicht über eine Erneuerung diskutieren. Wenn es zu aufwendig, zu teuer ist, es ist manchmal schwierig, das Labeling zu bringen. Aber wir versuchen dort Anforderungen möglichst so zu machen, dass das Nötigste enthalten ist, aber auch gewisse Erleichterungen sind für die Erneuerung. Also alle Labels kennen erleichterte Anforderungen für die Erneuerung. Man muss nicht alles bringen. Jetzt zum Beispiel bei uns, Treibhausgasemission in der Erstellung, bei Minergie, muss man für eine Erneuerung gar nicht nachweisen, sondern man sagt einfach, look, du erhaltest das Gebäude, das ist schon mal per se super von der grauen Energie, du nimmst die Materialien mit, also befreien wir dich von jeglichem Nachweis, auch wenn du natürlich noch ein paar Wände vielleicht machst oder irgendetwas noch erneuerst, innen drin, machst eine Dämmung vielleicht drauf oder so, das musst du nicht einrechnen, sondern du bist per se eh schon x-fach besser, als wenn du es abreissest und neu baust in dem Bereich der Treibhausgasemissionen. Anderer Bereich, ich weiss, es gibt dann behindertengerechtes Bauen, Zugänglichkeiten, es gibt Brandschutzthemen, Erdbebensicherheit, es fließt ganz viel rein, manchmal ist es auch nötig, etwas neu zu bauen, aber da wollen wir einfach die belohnen, die unterstützen, die versuchen, den Bestand zu erhalten. Vielleicht da jetzt ein Beispiel aus dem Nachweis. Vielleicht kennt ihr die einen auch schon. Das ist jetzt der Minergie-Nachweis, wo man eben neu auch die Erstellung nachweisen darf. Und da sehr einfach gelöst, tut man Weiterverwendung, gibt es ein Auswahlfeld, wo man kann sagen, hey, ich nutze ein bestehendes UG weiter oder ein Rohbau weiter, mache nur eine Auskernung. Das bringt schon unglaublich viel, was Treibhausgasemissionen in der Erstellung anbelangt, wo man mit im Verhältnis einfachen Mitteln, wenn es technisch machbar ist, sehr viel kann dazu beitragen. Da vielleicht ein Beispiel. Genau, von so einem Erhalt von einem Rohbau, wo man, das ist eine ehemalige Fabrik, eine nicht völlig täusche Schokofabrik, wo man gesagt hat, eigentlich wenn man so viel wie möglich brauchen, aber es ist klar Industriegewerbe und man macht Wohnen daraus. Das heisst, man muss halt schon gewisse Sachen machen, es ist relativ eine tiefe Eingriffstiefe, aber man verwendet gleich in dem Sinne den ganzen Rohbau weiter, macht die Fassade neu, den Innenausbau neu und so hat man jetzt einfach nur da können 21'000 Tonnen Beton eigentlich können wie ein zweites Leben schenken. Das Gebäude, das funktioniert jetzt wieder irgendwie 50, 60 Jahre als Wohnbau, weil die Grundstruktur einfach das mit sich bringt und eigentlich in dem Sinne jetzt qualitativ nicht irgendwie schlecht gewesen ist, sondern einfach halt die Nutzung an dem Standort nicht mehr dementsprechend, dass man eigentlich gerne möchte. Dann das Thema Schadstofffreiheit. Wie gesagt, vielleicht etwas, wo man am Anfang denkt, ja, aber Kreislauf, Schadstoff. Sehr stark natürlich Eco. Das ist wirklich jetzt ein Eco-Thema, das ich aber eigentlich mega wichtig finde, weil eigentlich ist es für den Nutzer vor allem spannend, dass wir keinen Schadstoff haben in den Materialien, vor allem innen. Das ist jetzt weniger relevant für
Kreislaufwirtschaft, weil die Schadstoffe sind meistens nach ein paar Jahren draußen, die haben dann eigentlich weniger einen Einfluss auf den Kreislauf. Aber es gibt natürlich Schadstoffe, die wirklich drin sind, in den Dämmstoff, in anderen Bestandteilen. Verzicht auf Kunstharz, Verzicht auf organisch mineralische Verbundmaterialien, wo man eigentlich einfach sagt, mal, eigentlich wollen wir das gar nicht im Material drin haben, weil wenn wir es wieder mal verwenden oder einfach generell, haben wir da einfach eine grosse Erleichterung. Auch da vielleicht mehr symbolisch, einfach zum zeigen, eben, was wir schon gar nicht in den Kreislauf reinbringen, müssen wir auch gar nicht mehr damit irgendwie auseinandersetzen. Also möglichst dort darauf verzichten. Dann Recycling Baustoff. Ich finde das sehr ein cooles Thema. Es geht da vor allem wirklich um den RC-Beton, wo wir bei ECO eine Anforderung haben, dass wir da 50% RC-Beton drin haben. Man kann dann das noch ergänzen, das sind dann Wahlkriterien, um noch zu sagen, ich mache noch ein bisschen mehr im Bereich RC-Beton. Das ist ein Thema, das vor 20, 30 Jahren eigentlich nicht vorhanden war. Und ich denke, jetzt gerade durch den ECO-Zusatz wirklich auch ins Bewusstsein gekommen ist. Unterdessen kommt man in der ganzen Schweiz für Baustellen RC-Beton in genügender Menge über. Das war vor ein paar Jahren noch ein Thema gewesen. Woher komme ich denn überhaupt über? Muss ich den aus der halben Schweiz irgendwie zusammentragen? Unterdessen ist es eigentlich sehr verbreitet. Da übernimmt die SNBS auch das Thema basierend auf den ECO-Vorgaben. Vielleicht auch da einfach mehr symbolisch, um zu zeigen, ja, RC-Beton, das hat eine gewisse, bringt etwas mit sich. Es ist nicht der gleiche Beton wie ein Primärbeton, aber man kann den unterdessen unglaublich flexibel einsetzen. Also wirklich tragende Elemente im Untergrund sehr viel machen. Also es ist überhaupt kein Thema mehr, RC-Beton einzusetzen. Wenn man da Gelegenheit hat, tut man da wirklich etwas für den Kreislauf, dass das Ganze wieder einfließt. Und dann vielleicht abschliessend der letzte Punkt noch von diesen acht, die Nutzung. Wenn ich einfach lässig finde, dass da jetzt das SNBS alles auch aufgreift. Eben, wir haben auch in der Nutzung natürlich nachher ein Thema Kreislauf, oder? Jetzt geht es auf dem Areal, es geht um Abfallwirtschaft, es geht darum, wie können Sachen angeliefert werden, abgeholt werden, es geht um den ganzen Materialkreislauf eigentlich dann im Betrieb, bis hin nachher eben auch vielleicht das Angebot zur Wiederverwertung, Entsorgung, gerade in dem Sinne lokal zu bieten. Das ist dann natürlich eher so wirklich im betrieblichen Teil, da geht es jetzt weniger um Baumaterialien, sondern mehr um Alltagsgebrauchsgegenstände, aber auch dort wieder das Thema Kreislauf. Wir sind im Gebäude, ums Gebäude und wir haben dort sehr viel Material, das anfällt und das auch versuchen, im Kreislauf zu halten. Genau, das ist so inhaltlich relativ viel gewesen. Ich hoffe, Sie haben das können einigermaßen aufnehmen. Ich habe es versucht, auf eine einigermaßen verträgliche, gerade morgenfreundliche Stufe zu bringen. Abschliessend noch vielleicht Zertifizierung grundsätzlich. Das sind Labels, die man zertifiziert. Man kann natürlich auch kreislauffähig bauen, wenn man kein Label verfolgt. Überhaupt nicht, irgendwie da würde ich gar nicht sagen. Das ist möglich. Man kann die Themen alle aufgreifen. Aber das Label oder die Zertifizierung bringt einfach gewisse Mehrwerte mit sich. Zum einen haben wir eine klare Zielvorgabe mit der unabhängigen Qualitätssicherung. Also man hat da halt jemanden, der extern drauf schaut. Man hat ein klares Ziel mit dem Zertifikat. Und das kann in einem Bauprojekt auch helfen, eigentlich so den Fokus nicht zu verlieren. Also häufig ist es so, ja, man baut zwar kreislauffähig, nachhaltig, und dann fällt man an und dann heisst es, ja, das kostet ein bisschen mehr. Und dann ist es dann eigentlich schon gestrichen. Und wenn man das Label hat, ist halt wie so irgendwo dann der übergeordnete Rahmen gegeben. Man muss halt dann wirklich sich dem auch annehmen. Man muss dranbleiben. Wenn etwas nicht geht, muss man vielleicht kompensieren mit etwas anderem. Und das bietet auch wie eine gewisse Sicherheit, auch denke ich, gerade für eine Bauherrschaft, für das Planungsteam, dass man da sagt, mal, man committet uns und kommt am Schluss eben auch etwas über. Man hat jemanden externes, der auch mitdenkt, der versucht, irgendwo auch das auch anzuschauen auf einem neutralen Standpunkt und auch ein Feedback gibt. So können eben auch Projektänderungen, Anpassungen frühzeitig einfließen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr viel kostengünstiger, als das irgendwann später machen, wenn man etwas verbaut, wo man nicht sollte. Es wieder rauszureissen, ist viel, viel teurer, als wenn man es am Anfang gar nicht einbaut. Also dort hat man eigentlich einen Hebel, früh einzugreifen. Dann eben differenziert man sich natürlich sicher von dem Greenwashing. Also am Schluss bauen ja unterdessen alle nachhaltig und alle kreislauffähig. Im Detail ist es wahrscheinlich nicht so. Und dort hilft sicher ein Label, das nochmal irgendwo voranzutreiben. Und das ist wieder sehr spezifisch natürlich, hat man die Möglichkeit, auch mit einem Label auch Förderungen abzuholen. Ich weiss auch im Kanton St. Gallen, Möglichkeiten gibt es, sich da unterstützen zu lassen, je nach Label, das man wählt. Also man hat da wirklich dann nochmal auch Unterstützung finanzieller Art oder beratender Art. Genau, vielleicht Fazit so von dem ganzen Referat. Das ist auch sehr persönliches Fazit. Das ist vielleicht jetzt nicht nur, was jetzt Minergie oder die Labels würden sagen, aber so was ich finde,
Effizienz ist am Schluss die Grundlage von allem. Also, es klingt wirklich blöd, das, was wir nicht einsetzen, was wir nicht brauchen, das ist einfach schon mal irgendwo gespart, wenn wir gar nicht im Kreislauf enthalten. Also irgendwo Effizienz als Grundlage. Dann braucht es Gebäude, und das finde ich wichtig, die möglichst lang leben. Also das ist wirklich für mich auch so ein zweiter Grundsatz. Und wo man irgendwo auch simpel, wieder, wenn man es auseinandernehmen könnte, einfach auseinandernehmen. Das muss 100 Jahre funktionieren. Wer weiß, was man in 100 Jahren vorfindet? Es braucht eine Art Anleitung, ein System, das so simpel sind, dass auch in 100 Jahren verstanden werden. Dann würde uns helfen, wenn die Deponiegebühren höher wären. Das wäre einfach cool, dann würde man versuchen, die Sachen im Kreislauf zu halten und nicht einfach günstig entsorgen. Die Labels helfen bei der Beschaffung. Also man kann da eben einen sehr klar definierten Vorgabenkatalog haben, man kann sich auf etwas sehr einfach einigen, man hat eine Kontrolle, man hat da irgendwo auch für Planen, da finde ich die Möglichkeit, sich irgendwo auch auszuzeichnen, zu qualifizieren. Das muss ja nicht nur negativ sein als Planer, man kann sagen, mal, ich mache das, ich zeichne mich auch mit dem aus als Planerteam und die Standardisierung ist aber erst am Anfang, also man sieht, es sind noch viele neue Themen, auch die braucht es sicher noch ein paar Jahre, um da noch ein bisschen mehr zu standardisieren und dann noch ein bisschen mehr ins System hineinbringen und das Gebäude einfach als System verstehen. Also es ist halt nicht nur Kreislaufwirtschaft, sondern es geht ums Ganze. Wir haben viele Themen, ich weiss, Bau ist auch anspruchsvoll, aber es soll als ein Element betrachtet werden, das in vielen Aspekten enthalten ist. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzuzeigen und ja, hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank, Christian. Du kannst gerade noch da bleiben. Kann ich gerade bleiben? Ja, selbstverständlich. Fragen kann ich nicht beantworten. Da bin ich sehr froh, wenn du das machst, natürlich. Danke vielmals für den Einblick. Wir sehen, die Kreislaufwirtschaft oder das Zirkulärbau hat sehr viele Facetten, die irgendwo bei den Labels Einfluss finden. Mhm. Und Vielseitigkeit ist vorhanden. Und ich bin jetzt gespannt auf vielseitige Fragen aus dem Publikum. Wer will den Start machen? Und der Christian. Um Christian eine Frage zu stellen. Jawohl. Lorenz, bitte immer den Namen und vorstellen, von Lorenz, wo Sie sind. Lorenz Nihal, Energieagentur St. Gallen. Ich mache ein bisschen ein Fragezeichen, weil du hast gesagt, man probiert das in den Bestandesbau zu übertragen. Wir sehen, oder, wenn ich beim Geoportal eine Karte auftue, dann hat sie irgendwie 5 rote Gebäude und 100'000 graue. Einfach so zum zeigen, es hat wenig Neubauten, oder, wo man da einflüssen kann. Und unser Problem ist ja eigentlich der Bestandesbau. Also wenn man den transformieren will, auch mit Kreislaufwirtschaft, wie kann man da mehr pushen? Oder? Dass eigentlich das Problem ist ja der Bestandesbau, nicht der Neubau. Genau. Also im Bestand, ich sage mal, wenn wir ein Gebäude haben, eben, dann gehe ich eigentlich versuchen, das möglichst lang eigentlich irgendwo zu behalten. Also dort eigentlich ein Gebäude so nachzurüsten, aufzurüsten, dass wir es eben halt nochmal können, irgendwie 40, 50, 60 Jahre brauchen, oder? Am Schluss ist natürlich der Bauerschaft oder der Eigentümerschaft überlassen, ob sie eher Richtung Ersatzneubau gehen, dann sind wir wieder im Neubau. Was sicher dort Herausforderung ist, dass man die vor allem auch energetisch halt, auch von der Nutzung her, könnte wieder dort hinbringen, oder? Dass man es wieder könnte nutzen, dass es irgendwo auch mit Energie- und Klimastrategie kompatibel, aber auch von der Nutzung her halt kompatibel ist, auch unsere Bedürfnisse auch am Schluss irgendwo können hinbringen. Die Lösung haben wir am Schluss nicht. Das ist für uns auch. Also wir würden eigentlich sehr gerne mehr der Erneuerung machen. Die 10% ist nicht unser Ziel gewesen, sondern es ist mehr so ein bisschen, wir können einfach nicht mehr über. Wir haben versucht, wie gesagt, die Hürden ein Stück weit zu senken, dass es einfacher wird, vielleicht auch modularer wird, standardisierter wird, dass es nicht irgendwie ein ganzes grosses Projektteam braucht. Aber am Schluss die Frage oder die Lösung haben wir auch nicht. Ja. Du hast erwähnt im Referat Deponiegebühren, oder? Mhm. So etwas würde helfen. Was siehst du jetzt sonst noch für Hebel von außen, wo könntet einwirken, damit das Thema auch mehr Präsenz bekommt? Also, ist jetzt immer einfach natürlich sagen, ja, Förderung, also Förderung, habe ich das Gefühl, könnte etwas helfen, oder? Also, aber es ist immer einfach zu sagen, ja, machen mehr Förderer vom Staat, dann machen wir dann das schon. Das, also, aber ich glaube, Anreize schaffen einfach in dem Sinn, Hürden abbauen, vielleicht auch administrativer Natur, ich weiss es nicht, dort etwas. Und, also,
am Schluss ist es ein gesellschaftlicher Wandel. Das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch oder hat es vielleicht auch wenig mit dem Leben zu tun. Aber am Schluss müssen wir uns einfach auch überlegen, ja, sind wir bereit, halt vielleicht auch so etwas weiter zu nutzen? Muss es immer ein Neubaustandard, eine neue Küche, ein neues Bad sein? Oder muss es irgendwie so ein perfekt offener Wohn-Ess-Bereich sein? Oder tut es halt vielleicht noch das klassischere auch Grundrissmodell? Also am Schluss ist es einfach eine gesellschaftliche Frage, oder? Wir gehen nochmal ins Publikum. Nächste Frage. Bitte schön. Stefan Gass von der Relesta. Ich habe eine Frage eben wegen der Kreislaufwirtschaft, wegen der, zum Beispiel Fenster, die man wieder brauchen kann. Jetzt nimmt man ein 20-jähriges Fenster, das vielleicht noch schön aussieht, und das wird einbauen in einem Neubau. Und dann muss man ja aber gleich wieder die neuen Anforderungen zum Beispiel dreifach Verglasung, aber es hat leider das Fenster noch zweifach Verglasung. Wie sieht es denn dort aus? Also dort muss man ein bisschen unterscheiden, wie alt ist halt wirklich das Bauteil. Oder wenn das Bauteil wirklich einfach jetzt technisch halt nicht mehr die Anforderungen erfüllt, dann geht es wahrscheinlich halt aus dem Kreislauf raus. Merke jetzt aber schon in den letzten Jahren, auch dort ist der technische Fortschritt natürlich jetzt irgendwo auch ein bisschen abgeflacht. Oder man kann natürlich auch eine Zweifachverglasung heute weiterverwenden. Muss halt vielleicht schauen, wo setzt man es ein. Oder? Also, das Schöne ist ja, gerade im energetischen Bereich hat man einen Systemnachweis. Also man kann auch einzelne Elemente wählen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind. Oder? Also man kann sagen, macht vielleicht dafür irgendwie ein bisschen mehr Dämmung in einem Mauer oder verwendet es halt an gewissen Orten, vielleicht an einer Fassade, die jetzt vielleicht auch nicht so relevant ist. Aber natürlich, das ist eine Herausforderung. Also ich glaube, man muss dort wirklich auch wieder bauteilspezifisch schauen, entspricht es noch den Anforderungen von heute. Aber ich denke, jetzt gerade das Fenster, das man heute einbaut, wird man in 20, 30 Jahren noch mal weiterverwenden können. Jetzt sind wir technisch einfach auf einem Niveau, wo schon sehr, sehr gut ist. Oder? Da ist so viel gegangen in den letzten paar Jahren, dass wir jetzt immer mehr kommen, dass man die Elemente weiterverwenden kann. Architektonisch muss man natürlich das Gebäude halt bereit sein, auszulegen auf ein bestehendes Fenster. Man halt dann nicht sagen, ich habe jetzt genau das Maß, ich lasse es wieder zuschneiden oder auf meine 32, auf irgendwie 62,5 irgendetwas. Sondern muss halt dann auch sagen, das Fenster muss halt dann dort reinpassen. Das ist dann häufig eigentlich fast mehr der Punkt, als es dann vielleicht energetisch der Punkt ist. Ja. Jawohl, das Fenster ist immer wieder ein Element, das kommt, weil es quasi einfach aussieht. Das ist ja so, genau. Genau, es ist im Rückbau viel aufwendiger. Ich verstehe es natürlich, man muss es dann sehr präzise rausnehmen. Natürlich, man darf das nicht verletzen. Das ist durch, also, ja, ich sage immer, viele Sachen tönen sehr einfach. Man muss halt schnell das Fenster nehmen. Also das Bild ist so schön, man nimmt das Fenster vom einen und setzt im anderen ein. Natürlich, aber es ist technisch, da gibt es technische Möglichkeiten. Ja. Gut. Wer will weitergehen? Wo haben wir noch Fragen? Jawohl. Vorne links. Christian Eisenhut, die Energieagentur. Stichwort Einfachheit ist gefallen, oder? Dass die Elemente vieles einfacher wird, wenn man es einfach haltet. Aber so ein bisschen der Low-Tech-Gedanke. Persönlich vermisse ich das ein bisschen in dieser Labellandschaft. Ist da ein Trend erkennbar, dass es mehr weggeht künftig von Hightech hin zu Lowtech? Oder ist es eher der umgekehrte Weg? Und wie sehen Sie das? Ist da ein Zusammenhang da? Also wäre das quasi richtig Lowtech zielführend auch mit der Kreislaufwirtschaft? Genau, also Kreislauf, Low-Tech hat im Bereich Kreislauf sicher gewisse Vorteile, oder? Weil man am Schluss auch weniger Technik drin hat. Mir, und da kann ich jetzt vor allem auch von Minergie reden, SNBS ist wirklich halt durch jemand anderen weiterentwickelt, aber bei Minergie ist schon der Ansatz oder der Versuch, so viel Technik wie nötig, aber nicht mehr als nötig. Also wir haben in den letzten paar Jahren auch solche Tendenz gehabt, noch mehr so, Automatisierung einführen, Gebäudesteuerung, oder? Und dort haben wir klar gesagt, oh nein, den Schritt machen wir jetzt nicht. Also man kann das machen, aber den machen wir nicht. Im Bereich Lüftung versuchen wir auch immer möglichst wieder mehr Themen. Jetzt gerade die Grundlüftung ist so ein Thema, wo man eigentlich versucht, gerade für den Bestand eine Lüftung zu machen, wo zwar eigentlich ähnliche Komfortaspekte bringt wie eine Komfortlüftung, aber mit jetzt wenig Leitungsführungen, auch gerade in dem Sinne, dort versucht, Mittel zu bieten. Aber wir sagen schon am Schluss, der Komfort der Nutzenden im sommerlichen Wärmeschutz, im Raumklima, ist uns einfach so viel wert. Und ich glaube, es wird einfach auch immer mehr das Thema werden, mit dem dichteren Bauen, mit der Klimaanpassung. Man sagt mal, ein gewisser Anteil Technik ist aus unserer Sicht einfach irgendwo notwendig, um diese Standards auch zu halten. Ist das so ein Stück weit der Antwort? Also,
Also ich glaube, bei den Labels gibt es keinen Trend hin zu mehr Technik. Es ist eher hinterfragen und sagen, mal, was wir brauchen, behalten wir drinnen. Aber in der Entwicklung jetzt merke ich nicht, dass es mehr, also als 23er Standard ist aus meiner Sicht, das dürfen wir gerne widersprechen, ist eigentlich in keinem Label mehr Technik reinkommen, mehr Hightech, was auch immer, Steuerung oder etwas, sondern man hat mehr versucht, eigentlich nochmal zu hinterfragen, was braucht es wirklich und allenfalls Flexibilisierung reinbringen in dem, was man hat. Aber noch, es wird nicht richtig komplett low-tech wird's nicht geben bei den Labels. Das ist schon so. Also, wir sind dort offen, wenn lässige Systeme wir sind. Auch vielleicht Lüftung ist vielleicht auch nicht bewusst, wenn jemand sagt, ich habe ein Lüftungssystem, das aus meiner Sicht funktioniert, wo aber jetzt per se nicht konform ist im Reglement, kann man zu uns kommen. Dann kann man das anschauen. Und wenn man das eine Art sagt, mal, das erfüllt die Anforderung, aber jetzt vielleicht nicht eins, zwei nach Reglement, kann man auch solche Lüftungssysteme zertifizieren lassen bei uns und sagen, mal, man darf das verwenden. Da gibt es auch low-tech-Ansätze, die so möglich sind. Ja. Arno Nogger, eigentlich mehr aus der politischen Sicht, wenn es erlaubt ist, eine Frage zu stellen. Also mir hat das Bild vom Holliger-Areal natürlich Eindruck gemacht mit dem Rückbau auf Rohbau. Und wir haben so Themen auch in der Stadt St. Gallen. Also ich denke jetzt das Haus 04 beim Spitalareal. Und dort ist es eigentlich nicht mehr so ein sehr technisches Thema, sondern es wird das Thema, hat der Eigentümer überhaupt noch das Recht zu sagen, und ich will da jetzt weg. Sie haben es ganz kurz aufblitzen lassen, oder? Ja. Wenn er einfach sagt, ich will da nicht mehr, ich will einen Ersatzneubau. Spüren Sie da in anderen Kantonen irgendeine Tendenz? Also es wäre ja theoretisch denkbar, dass man eben nicht mit Deponiegebühren etwas macht, sondern dass in der Bewilligungspraxis auch im Baurecht eine gewisse Auflage ist, wo man dann halt muss können entscheiden, ist ein Ersatzneubau irgendwie überhaupt noch tragbar oder nicht mehr? Was ich sehe, also die 10%, das ist fast ein bisschen schweizweit. Also es ist nicht, dass man sagt, ein Kanton macht 50% Erneuerungen und nur 50% Neubau und ein anderer 100%. Das ist ein bisschen ein schweizweites Bild. Man hört es am Dialekt von Zürich. Dort, was ich erlebe auch, es wird sehr viel abgerissen, also vor allem so in den umliegenden Agglomerationen, wo auch relativ viel Geld rum ist. Die Leute wollen die Ausnutzungsziffern reinholen. Man will halt wieder ein neues Gebäude. Man hat auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft, wo es Klient Teil auch bereit ist, das nachher auch zu finanzieren und zu zahlen, auch in der Miete oder im Verkauf. Die Tendenz erlebe ich momentan nicht, also was ich jetzt so gesehen habe. Politisch bin ich wahrscheinlich der Falsche, um zu sagen, was man könnte machen, aber man hat natürlich lässig, aber man könnte Anreize schaffen, oder? Also auf politischer Ebene. Und dann habe ich das Gefühl, am Schluss ist es auch ein bisschen nochmal das gesellschaftliche Thema, oder? Solange wir natürlich das immer fordern und wollen, kann man sagen, ja, man muss Kreislaufweg machen und erhalten, aber ich würde dann schon gerne im Neubau wohnen. Das geht natürlich am Schluss nicht auf und ja, da bin ich der Falsche, um irgendwie urteilen, aber das merke ich einfach, das ist irgendwo etwas, wo man als Gesellschaft uns natürlich Gedanken machen müssen, wenn wir dort weitergehen, ja. Ich glaube, das politische Aufnehmen und Zürich erwähnen. Die Stadt Zürich hat ja auch eine Kreislaufwirtschaftsstrategie. Oder auch, wie sie mit den eigenen Gebäuden umgehen. Genau. Das ist eine Möglichkeit. Genau, also das ist vielleicht noch zu unterscheiden. Ja, genau. Also ich habe jetzt mehr von der Privatwirtschaft geredet, was ich in Zürich erlebe. Ich glaube, gerade die Städte nehmen da sehr eine wichtige Rolle ein. Man sieht, dass an vielen Orten wie die Städte sehr vorangehend, oder? Also St. Gallen als gutes Beispiel zu nennen. Oder Zürich. Ja, es gibt noch ganz viele. Ich will da nicht einzelne ausschliessen, aber da glaube ich, da hat man sehr stark eben. Vor allem so die Vorbildfunktion, Kantone, Gemeinden, Städte können natürlich als Vorbild sehr viel machen und haben natürlich auf ihre eigenen Immobilien sehr viel Einfluss. Und es sind auch viele Immobilien, muss ich sagen, haben da sehr viele Zertifizierungen bei denen natürlich Immobilien auch. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, und privat hast du jetzt gerade auch noch erwähnt, einfach um das noch weiter spinnen. Es gibt auch wieder Verbände, wo sich Grossunternehmen oder einfach bekannte Grossunternehmen, wo viele Liegenschaften besitzen, committed. Die Thematik aber auch in die Strategie aufzunehmen und hoffentlich auch dann schlussendlich Tatsachen sprechen lassen. Wir hoffen, dass es dort natürlich auch weitergeht. Genau. Ja, schön. Haben wir weitere Fragen? Dann nehme ich noch eine auf. Wie hast du das Gefühl, oder geht es weiter? Wir haben jetzt gesehen, die Labels, die haben gewisse Bestandteile. Label haben oftmals ein bisschen eine Vorreiterrolle, dass irgendwann eine Thematik Normalität wird. Und das, was jetzt drin ist, ja, gewisse Kriterien, wo geht es weiter rein inhaltlich? Würden die wichtiger, präsenter, Killer-Kriterien, sage ich jetzt einmal, was hast du da für einen Eindruck?
Ja, also jetzt haben wir im 23 alles angepasst. Jetzt haben wir eigentlich selber das Bedürfnis, und ich glaube auch die Branche, mal ein paar Jahre nicht gerade wieder Anpassungen machen. Wir wollen da mal wieder alles ein bisschen setzen lassen. Auch für uns immer sehr aufwendige und intensive Zeit. Also sagen wir mal so, Horizont 5 Jahre wird es mal ein bisschen so bleiben. In der Tendenz glaube ich schon, dass gerade das Thema Treibhausgasemission in der Erstellung wird wichtiger werden, so ein bisschen als Thema. Auch eben halt immer strengere Grenzwerte werden kommen. Das bringt am Schluss ein bisschen dann auch die Themen Kreislauf ein Stück weit mit. Was wir jetzt gemerkt haben, jetzt war es wie ein erster Schub gewesen, wo man mal vieles eingebracht hat. Es sind viele neue Themen, die müssen sich jetzt ein bisschen bewähren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, man nimmt da einzelne mit und tut sie noch verschärfen, Pflicht machen. Was das Thema Kreislauf jetzt vielleicht auch dann so ein bisschen, wir sind so ein bisschen Vorreiter, gerade beim Energie für auch Gesetze, für Mucken und so. Da gibt es vielleicht jetzt Tendenz, aber ob dann wirklich das Thema Kreislauf schon direkt Einfluss nimmt in den nächsten paar Jahren, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Es ist schon ein sehr junges Thema irgendwo. Wo jetzt so, ja. Und ich glaube, wir dürfen noch ein paar Jahre Erfahrung sammeln und dann schauen, was sich bewährt. Gut. Ein paar Jahre schauen wir wieder retour, was sich entwickelt hat. Hat jemand noch eine zwingende Frage? Gerade am Schluss, wir haben noch Raum. Bist du auch nachher noch ein bisschen da? Genau. Ich dann nachher noch wir haben noch mal eine. Tatsächlich, super. Und sonst nachher bist du auch noch kurz genau, da. Genau, wenn jemand noch will, ja. Vielen Dank für den Vortrag. Urbano Schneider, SAK. Ich habe eine Frage zu den ganzen Mehraufwänden, die die Zertifizierungen generieren. Wie versucht ihr, den bürokratischen Mehraufwand, der oft leider halt immer noch auf Papier ist, zu gering zu halten und zu reduzieren? Also, was wir versuchen, auch mit Bestehendem zu arbeiten, also möglichst uns auf, also wir tun generell auf Normen basieren in der Schweiz, das ist wirklich schön, wir übernehmen dort eigentlich immer was Berechnungen, was Sachen sind, versuchen wir eigentlich auf Bestehendem aufzubauen. Wir versuchen eben, das ist mehr so eigentlich als Gesamt, einfach dort eigentlich Vorgaben zu machen, wo wirklich auch die Wirkung gross ist und eigentlich nicht, man könnte sagen, man hat nochmal 20 mehr Anforderungen, aber eigentlich nur schon mal von der Anforderungsdichte her möglichst auf das zu reduzieren. Wir versuchen jetzt sehr viel zu digitalisieren. Das Thema BIM wird jetzt in den nächsten Jahren nochmal mehr kommen. Also man kann natürlich auch sehr viele Aspekte da auch im BIM-Modell schon einfließen lassen, indem man Materialien deklariert, indem man halt wirklich auch Optimierung vornimmt und dass wir versuchen halt dann die Daten, wir sind noch nicht ganz dort selbstkritisch, aber einfach versuchen auch Sachen immer mehr digitalisiert oder einfach auch bestehend zu übernehmen und so den Aufwand gering zu halten. Das ist klar ein gewisser Aufwand, also man muss die Sachen am Schluss in einem gewissen Format haben, muss es können prüfen auch oder es muss können irgendwo auch belegbar sein, aber wir geben es dort schon Mühe. Also das Ziel ist klar nicht, unnötige Aufwände zu generieren, wenn wir es verhindern können. Super, herzlichen Dank Christian. Sehr gerne. Beitrag und du hast erwähnt, wegen den Slides, oder? Ja, genau. Die verfügbar ja. sind. Wir haben ja gerne. Etwas viel, viel Besseres. Oh, wow. Wir haben den Film dazu. Der wird ja zur Verfügung gestellt und dann können Sie weiterverbreiten, andere anschauen. Und von dem her ja, ist das sichergestellt für die Nachwelt. Sehr genau. Gut, vielen Dank. Herzlichen Dank, Merci. Christian. Hat mich gefreut, vielen Dank. Ja, so ein Stream und die Veranstaltung geht nicht ohne Partner. Partner, die sich selber auch in der Kreislaufwirtschaft oder im zirkulären Bauen immer mehr etabliert. Wir haben Partner aus der Forschung, die EMPA oder Flumrock, die Produkte hat, die kreislauffähig sind, die dabei sind. Wir haben die SAK, die strategisch das auch als wichtiges Thema aufgenommen hat. Die Kantone Graubünden, St. Gallen und die Stadt St. Gallen, die Partner sind. Wir haben die Ost, auch wieder Forschungsseite her, der VSGP und Lignum, die wir dürfen als Partner nennen, wenn sie auch zuhören, ein weiterer Partner, melden Sie sich. Natürlich sind wir immer wieder froh, weitere an Bord zu haben und die Thematik weiterzutragen. Und Minergie, die wir hier kennen, habe ich natürlich jetzt gerade vergessen. Und Minergie ist auch Partner, genau. Ja, wie geht es weiter? Der nächste Anlass, 19. September, können Sie sich notieren und anmelden. Wir haben ein spannendes Thema. Es geht um ein Deckenelement, das aus Erde und Holz hergestellt wird. Dort haben wir den Götz Hilber an Bord. Und ab morgen würden wir dort auch das Thema online finden können. Und der Film ist auch ab morgen online. Aber wir sehen uns selbstverständlich noch vorher. Und zwar am 28. August haben wir den Energietreff hier in der Lockremise am 5. Da geht es um Aussenräume, ganzheitlich gedacht. Und dort ist auch Kreislaufwirtschaft ein anderer Blickwinkel das Thema. Also auch diese Thematik kommt immer mehr auch in andere Gefäße hinein. Und da wäre es schön, auch Sie wieder an Bord zu haben und da zu begrüßen. Ja, auf dem her bleibt mir nicht mehr anders übrig, als Danke zu sagen. Schön sind Sie da gewesen, vor dem Bildschirm, das wir verfolgen. Und ich freue mich, Sie auch im September und bei weiteren Anlässen mit vielleicht einem Gespännchen, das Sie kennen, aus dem Büro
aus dem privaten Bereich mitzunehmen, da hinzuholen und können netzwerken. Und daher auch bleiben Sie noch ein kurzer Moment dran, austauschen, nutzen Sie die Gelegenheit. Und mir bleibt es jetzt nicht mehr anders übrig, Danke zu sagen, einen schönen Sommer und wir sehen uns spätestens am 28. August. Merci vielmals.